dass wir mal sagen, wie kalkuliert denn ihr in Roba? Und falls Sie mir jetzt die Frage gestellt hätten, hätte ich gesagt, den Roba kalkulieren wir nach Quadratmeter je Material. Wenn es ein mehrscheinlicher Wandaufbau ist, rechnen wir die Achse immer an die richtige Stelle. Wir haben einen globalen Filter drin, der heißt VOB-Abzug. Ob der verwendet wird oder nicht, können Sie einstellen. Alles, was Öffnungsüberbauten sind, sprich Stürze und so weiter und so fort, rechnen wir nicht aus der Fläche raus. Berechnen tun wir die Stürze entweder grundsätzlich oder nur dort, wo ein VOB-Abzugsfilter drin ist. Das können Sie allerdings in der Oberfläche einstellen. Die Ringankergeschichte haben wir uns ausführlich schon angeguckt. Stürze und Öffnungen Stürze über den Öffnungen werden berechnet, Ringanker werden als Zulagen berechnet. Auch wieder in der Ausführung in dem jeweiligen Mauerwerk. So. Wir sind so verrückt, Anführungszeichen, weil wir halt auch viele ausführende Rohbaufirmen haben, dass wir die Anlageschicht separat berechnen, dass wir die Sperrschichten separat berechnen und jeden Scheiß, entschuldigen Sie die Deutlichkeit, wo ein Generalübernehmer sagt, habt ihr sie noch alle? Wenn ich das ausschreibe, kann ich meine Hütten nicht mehr verkaufen. Ja, das wissen wir. Nehmen, wegschmeißen. Okay? Geht bitte in genau die gleiche Geschichte. Warum ich sage, diese Komplexitäten, schreiben Sie die nicht aus. Warum? Weil Ihre Subunternehmer, die unter Umständen die Preise füllen, diese Komplexitäten in Ihrem Modell von Welt schon in Ihren Quadratmeterpreisen anteilig drin haben. Rohbau. Ja? So, dann würde ich als nächstes halt gedanklich mit Ihnen in die Gründung gehen und würde sagen, dass alles das, was Streifenfundamente und Ähnliches angeht, etwas ist, was automatisch berechnet wird, natürlich in der Ausführung der Sonderausstattung schaltbar und mit Werten versehen, wo du sagen kannst, ab welcher Dimensionierung von Wänden mache ich eine Fundamentierung unten drunter. Klassiker wäre, wenn ich einen Wintergarten ans Haus mache, ne, mache ich da frostfreie Streifenfundamente drunter oder nicht. So. Und dann würden wir wieder weitermachen, würden sagen, okay, und dann haben wir halt die Bodenplatte und da haben wir verschiedene Ausführungen, da gibt es einen Baustahlanteil, den ich ebenfalls wieder über einen Wert einstellen kann. Wir haben dieses ganze Thema Einpacken, ne, also Dämmung nach unten, an der Seite, Glasschotter drunter und so weiter und so fort, selbstverständlich im Standard drin. Ja? Und genauso würde es halt mit dem ganzen Thema Kellerisolierung aussehen. Auch dort können Sie die Dicken einstellen, Sie können sich dafür entscheiden, ob der ganze Keller eingepackt wird, nur der erdberührende Teil und der Teil, der dann rausguckt, halt als Sockel, ja, mit irgendeiner Dämmung versehen wird und so weiter und so fort.